Dynamo TV wird Ihnen präsentiert von Verticalis. Wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir sind der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Für alle Baumpflegearbeiten von Verticalis erhältst du 10% Rabatt. Zeige uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Pressekonferenz im neuen Jahr 2018. Schön, dass ihr alle wieder gesund und munter hier sitzt. Das gilt natürlich auch für unseren Cheftrainer Uwe Neuhaus und für unseren Abwehrspieler Flo Ballas. Uwe, zu Beginn an dich die erste Frage. Auf welche Spieler musst du aller Voraussicht nach am Donnerstagabend hier in Dresden gegen den FC St. Pauli verletzungsbedingt verzichten? Außer natürlich, was die beiden Langzeitverletzten Paco Testroth und Sören Gonter betrifft. Ja, ich denke nach wie vor auf Marco Hartmann. Er macht zwar sehr gute Fortschritte, aber ja, ich denke, es wäre einfach noch zu früh und er hat immer wieder gezeigt, dass er auf intensive, hohe Spielbelastung dann auch reagiert in der Vergangenheit und deswegen werde ich ihn vorsichtshalber für Donnerstag nicht einplanen. Du hast zusammen mit deiner Mannschaft intensiv in der Vorbereitung daran gearbeitet, das Spielsystem weiter zu verfestigen. Was erwartest du für einen Gegner als Tabellennachbarn in der zweiten Liga am Donnerstag hier in Dresden? Ja, eine ganz harte Nuss, definitiv. Wir waren ja zusammen im Trainingslager sozusagen, konnten da auch einiges sehen. Spiel gegen Wolfsburg, wir haben sie auch natürlich in den anderen Spielen beobachtet. Sie spielen sicherlich ein 4-4-2-System mit ganz festen Mustern, mit konkreten Abläufen, mit sehr viel Kompaktheit und in der Regel erspielt sich der Gegner nicht viele Torchancen. Also darauf müssen wir uns einstellen, deswegen brauchen wir viel Geduld, müssen immer wieder geduldig sein, die Ruhe bewahren, die Nerven behalten, viel versuchen zu raschieren, viel sauberes Passspiel an den Mann bringen. Natürlich auch gerade im letzten Drittel Präzision, die wir unbedingt brauchen. Dürfen uns auch nicht zu viele Fehler im zentralen Mittelfeld erlauben, weil das Umschaltspiel mit dem anschließenden Konter gehört zu den absoluten Stärken von St. Pauli. Und ich glaube auch, die Tatsache, dass St. Pauli 5 der letzten 6 Trainingseinheiten nicht öffentlich gemacht hat, zeigt, dass ihr einiges vorhaben. Im Hinspiel haben die Zuschauer ein sehr, sehr attraktives Zweitligaspiel gesehen. Markus Kauczynski, der Trainer vom FC St. Pauli, hat vor dem Spiel gesagt, dass seine Jungs auf das Spiel hier in Dresden brennen. Wie heiß sind deine Jungs und wie wichtig wird es sein, mit einem Erfolgserlebnis in die Restrückrunde zu starten? Ja, es wird sich letztlich alles morgen Abend auf dem Platz zeigen. Nutzt nichts, wenn ich hier vor große Sprüche klopfe und Mannschaft ist total heiß und das ist im Endeffekt egal. Ich glaube, das ist Grundvoraussetzung, um dann auch einen guten Start zu erwischen, was natürlich alle Mannschaften wollen. Wir haben gesehen, gestern Abend die Spiele, wenn sie wieder beginnen, ja, da ist schon Feuer drin, da ist schon ein sehr, sehr hohes Niveau, nach wie vor total ausgeglichen mit den 3 Unentschieden, auch ergebnistechnisch. Also ich gehe fest davon aus, dass die Rückrunde genauso knüppelhart wird wie die Hinrunde auch. Uwe, danke dir für den Moment. Flo, die gut dreiwöchige Turbo-Vorbereitung auf die Restrückrunde liegt nun hinter euch. Wie sehr kribbelt es bei dir und deinen Mannschaftskollegen im Hinblick auf das morgige Spiel gegen St. Pauli? Ja, ich denke, es ist natürlich immer schön, wenn die Vorbereitung ein bisschen kürzer ist als sonst. Aber ja, natürlich brennt, denke ich, jeder drauf. Wir sind uns bewusst, dass jetzt das Spiel auch ein sehr wichtiges Spiel sein kann oder sein wird für die restliche Rückrunde. Auch ein Stück richtungsweisend und dessen ist sich jeder bewusst. Und ich denke, dass wir da morgen mit breiter Brust auftreten werden. Gerade auch gut, dass wir zu Hause das erste Spiel wieder haben. Und ja, von daher bin ich optimistisch, dass wir morgen ein gutes Spiel abliefern werden. Worauf wird es ankommen, um das Spiel erfolgreich gestalten zu können, hier vor knapp 30.000 Zuschauern? Ja, wie der Trainer schon gesagt hat, wird es eine sehr harte Nuss, müssen viel Geduld aufbringen, müssen dann auch schauen, wenn wir zu Chancen kommen, dass wir die weitestgehend direkt auch nutzen. Und ja, was wir dann auch im letzten Testspiel vielleicht nicht so gut gemacht haben in der Defensive, dass wir das über 90, 95 Minuten konzentriert an den Tag legen. Und dann denke ich, ist das der Schlüssel zum Erfolg.
Flo, danke auch dir für den Moment. Jetzt ist Zeit für Ihre, eure Fragen. Mit der Bitte, das Mikrofon in die Hand zu nehmen, wie immer den Knopf nach oben zu machen. Dann bis drei zählen und dann funktioniert das Mikrofon. Dirk Löbel, Dresdner Morgenpost. Flo, du sprachst gerade das letzte Testspiel an. Du hattest eine Verletzung erlitten. Wie sieht das aus bei dir? Ja, also wurde wie gesagt dann in der Halbzeit genäht mit 4 Stichen. Das ist aber eigentlich alles gut am Verheilen und ich bin fit für morgen. Tim Schlegel, Bild Dresden. Verzeihung, Tim. Wollen, soweit ich das weiß, war das direkt oder so hat es der Trainer gesagt, auf dem Sprunggelenk, auf dem Knöchel. Das ist ja eigentlich eine relativ neuralgische Zone. Also das behindert dich trotzdem nicht mehr. Ja, also es war ein Stück weit oben drüber, so 2-3 Zentimeter. Denk mal, wenn es ein bisschen weiter unten gewesen wäre, dann wäre es schon auch in einer Zone, wo ständig Stress drauf kommt beim Gehen oder beim Laufen. Und von daher behindert es mich jetzt die letzten Tage im Training eigentlich überhaupt nicht. Heute habe ich dann auch noch einen Ball mal drauf bekommen. Das hat dann kurz wehgetan, aber das hält auch alles. Und von daher denke ich, dass das alles so hält, wie es ist. Jochen Leimer, Dresdner Neueste Nachrichten. Herr Neuhaus, der Markus Schubert hat 4 Gegentore hinnehmen müssen im letzten Test. Sie haben gesagt, Sie schauen sich das an, wie er das verkraftet. Wie ist Ihr Eindruck? Ja, ich glaube, dass er sich da gar keine große Platte drum macht. Ist auch gut so, so wie wir ihn, glaube ich, auch alle kennen und einschätzen. Er wirkte schon sehr konzentriert im Training. Von daher mache ich mir eigentlich darüber wenig Gedanken, bis gar keine Gedanken. Tim Schlegel nochmal, das Mikrofon liegt bei Jochen Leimert. Danke. Trainer, es geht Schlag auf Schlag. Die Frage sicherlich auch an Baller dann. 3 Tage sind dazwischen dann Zeit und dann ist das Spiel in Sandhausen. Die haben 2 Tage länger Zeit, sich zu regenerieren. Jetzt könnte man dann schon sagen, dass aufgrund der Kürze des nächsten Spiels das vielleicht doch ein Vorteil für Sandhausen sein könnte. Ja, na klar, ich habe es ja auch im Hinterkopf, ist doch logisch, aber erstmal konzentrieren wir uns auf St. Pauli, alles andere macht wenig Sinn. Da müssen wir unsere Schäfchen zählen, wer alles fit und gesund ist und dann sind wir weiter. Aber ist sicherlich unglücklich, die Konstellation. Trotzdem nochmal nachgefragt, Sie müssen ja vielleicht zwangsläufig schon dran denken, weil Sie möglicherweise überlegen, wieder so eine Art Rotation wie schon mal in der Hinrunde hinzulegen. Das heißt ganz bewusst vielleicht den einen oder anderen, bei Hartmann haben Sie es gesagt, jetzt vielleicht draußen lassen, damit Sie wissen, Sie haben auch am Sonntag dann definitiv 11 Leute auf dem Platz, die 100%ig fit und heiß und austrainiert sind. Oder ist das tatsächlich auch, was die personelle Situation bei Ihnen betrifft, überhaupt noch nicht im Kopf? Nee, überhaupt nicht. Werde ich auch im Spiel gegen St. Pauli 0 Rücksicht drauf nehmen. Ich will erstmal dieses Spiel gewinnen und danach können wir weitersehen. Und wie die Rotationen in der Hinserie verlaufen sind, wissen wir ja auch. Okay. Wer hat die nächste Frage? Jochen Leimert. Inwiefern haben denn die Spieler, die vielleicht sich nicht unbedingt in der Startelf wähnten, in den letzten Tagen noch die letzten Einheiten genutzt? Haben Sie nochmal gespürt, dass vielleicht der ein oder andere nochmal an den Ketten reißt und den Konkurrenzkampf verschärft hat? Ja, sehr wohl. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit dieser Trainingswoche. Ich glaube, dass es vielleicht die eine oder andere Überraschung geben wird. Ich weiß sie natürlich, ist ja auch klar, aber ich bin mit der allgemeinen Verfassung, mit der Bereitschaft im Training dann auch wirklich sich persönlich in den Vordergrund zu stellen durch gute Leistungen sehr zufrieden. Also wenn der Kollege Geheimtraining 5 Tage macht, dann haben Sie sich auch noch was Geheimes überlegt, eine Überraschung? Ja, nicht überlegt, auch nicht bewusst, nur um eine Überraschung zu haben, das macht ja wenig Sinn. Einfach die Trainingseindrücke wirken lassen und das reicht dann auch. War das eine Wortmeldung, Florian? Okay, einfach gestreckt. Daniel Klein, Sächsische Zeitung. Herr Neuhaus, die Niederlage in der Generalprobe fiel ja sehr deutlich aus. Hat denn die Analyse des Spiels vielleicht noch ein paar Punkte aufgedeckt, die Sie direkt nach dem Spiel noch nicht so geäußert hatten?
Na, ich glaube nach wie vor, dass wir erste Halbzeit sehr konzentriert gespielt haben. Natürlich mit dem unglücklichen Gegentor einen kleinen Nackenschlag bekommen haben. Haben dann zweite Halbzeit nicht mehr diese Leistung abrufen können. Und in den defensiven Aktionen haben wir ab und zu keine gute Mentalität gezeigt. Vielleicht aufgrund der Tatsache, dass es ein Testspiel war. Aber daran muss sich auch jeder messen lassen. Und deswegen war dieses Testspiel für mich auch aufschlussreich, absolut aufschlussreich. Und ich glaube nicht, dass es in dieser Form dann auch in der Meisterschaft gehen wird, weil ich kann mir nicht erlauben, einfach irgendwann mal stehen zu bleiben, Zweikämpfe auszulassen. Das wird gegen St. Pauli definitiv bestraft, aber da bin ich mir absolut sicher, dass das morgen nicht passieren wird. Nächste Frage, Jochen Leimert. Der Yannick Müller war ein paar Tage krank. Inwieweit hat ihn das zurückgeworfen? Ein paar Tage ist er wieder im Training. Wie schätzen Sie das ein? Naja, gut, er wird definitiv im Kader sein. Unsere Situation ist ja nicht so, dass wir auf alle Innenverteidiger, die mal zwei Tage ausgefallen sind, verzichten können. Ich glaube, dass der Yannick, der ja körperlich in einer richtig guten Verfassung war, absolut fit ist. Er könnte 19 Minuten spielen, bin ich mir sicher. Und er wird definitiv dabei sein. Tim Schlegel, Nachfrage erst Jochen Leimert. Und dann aber auf die Innenverteidigung, auf den Nebenmann von Florian Ballas wollen Sie sich noch nicht festlegen, öffentlich. Ach so, habe ich das gar nicht richtig verstanden. Nee. Tim Schlegel? Eine Frage an beide. Ich habe auch nicht gesagt, dass Flo spielt. Der sitzt zufällig hier. Eine Frage an beide. Unabhängig von der personellen Situation, können Sie sich, kannst du dich daran erinnern, jemals an einem Donnerstag ein Punktspiel bestritten zu haben? Normalerweise ist das vielleicht so ein Europa League-Abend, aber Punktspiel, zweite Liga, an einem Donnerstag? Also zweite Liga nicht, nee. Nee. Ich weiß, es ist bedeutungslos, aber es nee, ist einfach morgen gibt es drei Punkte. Also drei Punkte sind da. Gab es aber schon, ne? Donnerstagsspiele in der zweiten Liga, oder? Frühen Donnerstag kann sein, habe ich gerade gesagt. Weitere Fragen? Zum Spiel am Donnerstagabend gegen den FC St. Pauli. Keine weiteren Fragen? Dann von mir die Information zum Spiel. Anstoß ist am Donnerstag, 25. Januar 2018 um 20.30 Uhr. Die Stadiontore öffnen zwei Stunden vorher um 18.30 Uhr, der VIP-Bereich um 19.90 Uhr vor Anpfiff. Wir erwarten knapp 29.000 Zuschauer, davon werden über 2.000 Gästefans aus Hamburg die Reise nach Dresden antreten. Restkarten für den Heimbereich und Tickets für das Spiel gegen den VfL Bochum gibt es an den Ticketverkaufsstellen am Fanshop ab 10 Uhr und im Stadionumlauf an allen Kassen ab 18.30 Uhr. Gästetickets für den Sitzplatzbereich sind ebenso noch ausreichend vorhanden an der Tageskasse. Hinweis, wir bitten darum, rechtzeitig anzureisen zum Spielen, da wir damit rechnen, dass es rund ums Stadion zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen kommen kann und die Stoßzeit wird so um 19.30 Uhr sein, also alle rechtzeitig herkommen, damit auch alle pünktlich zum Anpfiff im Stadion sind. Größere Taschen und Rucksäcke bitte zu Hause lassen, wir haben nur eine begrenzte Kapazität in unserer Asservatenkammer, also das wäre lieb, wenn die Rucksäcke direkt zu Hause bleiben würden. Im Stadionmagazin Kreisel im Interview ist Lukas Röser. Als Schiedsrichter kommt Dennis Aytekin nach Dresden, einer der besten seines Faches in Deutschland. Er ist 39 Jahre alt und kommt aus Obersbach. FIFA-Schiedsrichter seit 2011 und die Bundesligaspiele leitet er seit 2008. Die Bilanz ist negativ, ein Sieg, vier Unentschieden, vier Niederlagen. Zuletzt am 12.02.2017 bei der 0:2 Niederlage gegen den FC St. Pauli. U19, Testspiel im Sportpark Ostram, Samstag 12 Uhr gegen den FC Energie Cottbus. Die U17 spielfrei, bereitet sich auf die Rückrunde vor. Die U16 hat ein Turnier im Sportpark Ostra, Sonntag 10 Uhr mit der Beteiligung der Nachwuchsmannschaften vom TSV 1860 München und ebenfalls vom FC Energie Cottbus. Dann bis morgen Abend hier im Stadion. Tschüss.